Bewaffnet mit einer 6 Tage Buchungsbestätigung machten wir uns auf nach Dänemark. Erleichtert waren wir, wie wir auch nach Norwegen durften. In diesem Video gibt es Menschen, die auf Kirchen starren und Kinder, die einen komisch angucken. Auf die Reise in den Corona-Sommer und starteten nach Sorgvold beim Landvergnügen. Schafsmilchprodukten machten wir uns nun auf die Reise nach Dänemark, die erste Einreise in das Land seit vielen Monaten. Nun aber schnell entlang, immer Kurs Nord, vorbei an blühenden Landschaften. Weg ist immer über Westerweg nach Agger. Einmal heimkommen. Der gemeine Däne fährt auch immer erstmal mit dem Auto an den Strand, um zu schauen, ob das Meer noch da ist. Wir können bestätigen, es ist da und machen uns jetzt weiter in Richtung Vorpe. Unser Campingplatz wartet schon auf uns. T248, frisch gestrichen und da hinten einige Leute beim Surfen.
rund 686 Leute. Die 310 Meter lange Mole wurde 2013 umfangreich renoviert. Wir gehen diese jetzt entlang. Das Ende der Mole markiert den Punkt des dänischen Festlandes, welches am weitesten von Kopenhagen entfernt ist. Also ab zur Spitze. Beim Bau der Mole wurde der damals zweitgrößte Kran der Welt benutzt. Sie wurde am 8. August 1908 in Anwesenheit von König Frederik eröffnet. Der Volksmund erzählt, drei Frauen aus dem Nachbarort Lyngby hätten das Wasser getrunken, in dem der König zuvor seine Hände gewaschen hätte.